sich, was ich fügen muss. Der Schriftsteller Bernhard Kellermann wurde im fränkischen Fürth geboren und stirbt in Kleinklinike. Er war für heutige Verhältnisse ein Bestsellerautor, dessen 1913 veröffentlichter Roman Der Tunnel eine Millionenauflage erreichte und mehrfach verfilmt wurde. Kellermann ist Namensgeber der gleichnamigen Villa, in der er mit dem Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands das gesellschaftliche und kulturelle Leben der Nachkriegszeit aktiv mitgestaltete. Und hier fügt das Schicksal das zusammen, was zusammengehört. Der fränkische Kunstsammler Peter Büttner aus Lauf bei Nürnberg hat die Sammlung des österreichischen Gesellschaftsmalers Moritz Koschell aufgespürt und ein Gemälde vom jungen Kellermann als ständige Leihgabe an das Potsdam-Museum gegeben. Herr Büttner, Sie finden seltene Gemälde. Was muss ich mir darunter vorstellen? Also man kann sich darunter vorstellen, dass es meine ganz große Leidenschaft ist, Provenienzforschung zu betreiben und Künstler einfach zu suchen, die schon damals ausgestellt worden sind und deren Bilder einfach verloren gegangen sind, die da verfilmt, entartet oder vertrieben worden sind. Ne? Und diese Sache möchte ich alles wieder zurückholen, dass die wieder ans Rampenlicht wieder zurückkommen, wo sie schon mal waren. Also quasi eine Rehabilitation des Künstlers. Dann sind Sie so etwas wie ein Detektiv, etwa der Sherlock Holmes der Künste? Ein bisschen, ein kleiner Detektiv bin ich schon. Wobei man sagen muss, es ist schon vielleicht ein bisschen übertrieben, aber trotzdem ist es eigentlich schon eine Detektivsarbeit, weil ich ja dann automatisch in die ganzen Archive reingehen muss, in Bibliotheken besuchen muss und Kunstgeschichte auch, Literatur durchlesen, auch die große Berliner Kunstausstellung, die Kataloge, das ist jetzt einfach mein Ding. Da studiere ich schon richtig durch. Ne? Und ja, Detektiv, okay, das kann man gelten lassen. Wie haben Sie denn das Gemälde von Kellermann aufgespürt? Also das schöne Porträt von Kellermann, das habe ich in Bochum aufgespürt. Ne? Und den Hinweis habe ich dann von Dortmunder Museum damals bekommen, weil die den bzw. den Vorbesitzer auch irgendwie gekannt haben. Und ja, da habe ich es aufgespürt und da habe ich jetzt eigentlich die ganze Koschell-Sammlung erworben. Die ganze Koschell-Sammlung? Dann sind Sie von Koschell so richtig fasziniert. Was fällt Ihnen denn spontan zu ihm persönlich ein? Wie er damals in der großen Berliner Kunstausstellung ausgestellt hat. Ich weiß zwar jetzt nicht ganz genau das Jahr nochmal, aber ich habe es in einer ganz alten Zeitung gelesen, im Archiven, also seine Publikationen. Da war das ein bisschen bewegt, auch was er gemacht hat. Er ist einfach aus der Ausstellung herausgegangen, weil ihm ein Bild fehlte. Noch ein zugfügendes Bild. Das hat er sich dann einfach vom Friedrichmuseum ausgeliehen, wo seine Bilder damals hingen. Leider gibt es das Friedrichmuseum nicht mehr. Ne? Hat es darunter gehängt, ist hinübergegangen, hat es ausgestellt und vielleicht sogar wieder zurückgebracht. Ne? Es ist zwar ein bisschen kurios, aber das ist wunderbar, was er gemacht hat. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, das zu lesen. Und jetzt haben Sie dieses Bild dem Museum als Leihgabe bis zum 18. Dezember überlassen? Oder wird es doch zu einer Dauerleihgabe kommen? Was ist Ihr Beweggrund? Also mein Beweggrund ist auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall die erste Frage nach, es wird nicht laut Dauerleihgabe kommen. Es ist ja schon dauergeliehen. Und zur ständigen Ausstellung wird es dann auch seinen Platz finden in Potsdam. Meine Beweggründe sind nicht klar, diesen Künstler wieder ans Licht zu bringen. Und vor allem, wenn ich jetzt ganz kurz sagen darf, er hat ja nicht bloß den Bernhard Kellermann gemalt, er hat Thomas Mann gemalt, er hat Isidor Castan gemalt. Ne? Er hat viele berühmte Persönlichkeiten auf Leinwand gebracht. Und das Schöne daran ist halt dann einfach, dass diese Bilder zuvor quasi diese Persönlichkeiten nicht so berühmt waren. Die sind erst danach berühmt geworden. Weil Kellermann hat er 1909 gemalt und Kellermann wurde erst, also 1913 von seinem Bestseller, wurde erst richtig bekannt. Ne? Und das macht das Gemälde, Porträt Kellermann, so besonders. Zukünftig ein wertvolles Replikat vom jungen Kellermann, dem zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgsverwöhnten Romanschreiber sehen möchte, der diniert im Restaurant der Potsdamer Villa Kellermann und lässt sich vom Zeitgeist der damaligen Zeit einfangen. Herr Büttner, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, bitteschön. Zeitgeist in den 1900er Jahren. Das war Jazz, Swing und Charleston. Das war Vergnügen mit viel Musik und glamourösem Treiben.
Fast könnte man die Zeit mit dem modernen Begriff von It's Party Time beschreiben. Wenn da nicht diese Schattenseiten gewesen wären. Die Schere zwischen Arm und Reich, die ging weit auseinander. Der Erste Weltkrieg, die Weimarer Republik, Zweiter Weltkrieg, Teilung der Länder bis hin zur Wiedervereinigung. Mit dem historischen Beispiel Bernhard Kellermanns bleiben die Geschichten düsterer Zeiten lebendig und erinnern uns immer wieder an Fehler aus der Vergangenheit. Die Landeshauptstadt Potsdam ist sich seiner Geschichte bewusst und beherbergt seit 2012 in der historischen Mitte der Stadt ein Museum. Mit der Potsdam-Museumdirektorin Dr. Jutta Götzmann habe ich ein Gespräch über die Ziele des Museums und die Bedeutung des Bildnisses Kellermann aufgezeichnet. Frau Götzmann, das Potsdam-Museum ist als Forum für Kunst und Geschichte konzipiert. 1000 Jahre Potsdamer Geschichte sind hier unter einem Dach zu sehen und zu erleben. Und doch, so scheint es, liegt das Hauptaugenmerk auf den Geschehnissen seit der Weimarer Republik. Welche Schwerpunkte setzen Sie in Ihrer Arbeit und welche Ziele verfolgen Sie? Ja, wir beschäftigen uns mit als Potsdam-Museum mit verschiedensten Themen und natürlich auch mit der Breite der Geschichte. Unsere ersten Ausstellungen waren zu Friedrich und Potsdam, die Erfindung einer Stadt. Wir haben natürlich ein breites Spektrum, aber wenn wir uns die wichtigste bürgerliche Phase ansehen, dann steht dafür natürlich das 19. und das 20. Jahrhundert. Von daher setzen wir da einen gewissen Schwerpunkt, weil nicht die Residenzgeschichte unser Hauptschwerpunkt ist. Als bürgerliches Haus und als bürgerliche Einrichtung konzentrieren wir uns stärker auf das 19. und vor allen Dingen auf das 20. Jahrhundert. Die Dauerleihgabe war für uns ein Glücksfall. Wir freuen uns natürlich, wenn wir unsere Sammlungen des Hauses erweitern können, vor allen Dingen auch mit hochkarätigen Leihgaben. Und bei diesem Porträt waren wir natürlich besonders überrascht, weil die Porträts, die wir bisher von Bernhard Kellermann haben, zeigen ihn 1949 als 70-Jährigen. Wir haben kein Porträt, das ihn in so einer frühen Phase zeigt, 1909. Und das ist natürlich genau der Zeitrahmen, in dem Bernhard Kellermann mit seinem wichtigen Roman Der Tunnel Weltruhm erlangt, 1913, also 4 Jahre später. Von daher haben wir uns natürlich sehr gefreut, eine Leihgabe angeboten zu bekommen, die so einen geschichtsträchtigen Ort wie die Villa Kellermann näher beleuchtet. Dieser Ort steht für die deutsche Geschichte, aber auch für die Potsdamer Geschichte und steht auch für die wechselhafte Geschichte des 20. Jahrhunderts mit ihren zahlreichen Umbrüchen, auch mit der Enteignung, mit der Zeit des Nationalsozialismus, dann die Zeit für den Kulturbund in der Villa Kellermann. Und ja, diesen geschichtsträchtigen Ort wollen wir uns auch im Rahmen unserer neuen ständigen Ausstellung näher vornehmen. Von daher haben wir sozusagen mit dem Porträt da einen ganz wunderbaren Anlass, auch dieses Thema hochkarätig in die Ausstellung zu bringen. Wer war denn eigentlich der Maler Moritz Koschell? Moritz Koschell ist hier eigentlich in unserem Raum gar nicht so bekannt. Er war ein österreichischer Gesellschaftsmaler. Er hat porträtiert, er war Chronist seiner Zeit, hatte eine längere Phase in Berlin. Wenn wir ihn sozusagen mit den Lebensdaten anschauen, er ist 1872 in Wien geboren, ist aber vor allen Dingen in Berlin bekannt geworden. Für den S. Fischer Verlag hat er beispielsweise illustriert. Das ist genau der Verlag, in dem Kellermann seinen weltberühmten Roman Der Tunnel herausgegeben hat. Wahrscheinlich ist über diese Verlagsverbindung auch der Kontakt der beiden Personen entstanden. Er war schon ein sehr hochkarätiger Maler. Dieses Gemälde 1909 hat unmittelbar noch im gleichen Jahr Eingang gefunden in die große Berliner Kunstausstellung. Das zeigt schon, welches Ansehen und welchen Status er hatte. Und ja, aufgrund seiner jüdischen Vergangenheit ist er in der Zeit des Nationalsozialismus der Verfolgung ausgesetzt gewesen und musste Berlin verlassen. Jetzt habe ich zum Schluss eine einfache Frage. Warum sollten Menschen unbedingt das Potsdam-Museum besuchen? Ja, wir sehen uns als Epizentrum der städtischen Kunst und Kultur und haben, glaube ich, mit unserer Einrichtung ein ganz breites Spektrum. Wir sind auch Forum, das heißt, wir sind Veranstaltungsort mit vielen Veranstaltungen und einem breiten Spektrum. Wer sich mit der Potsdamer Kunst und Kultur beschäftigt, kommt eigentlich an unserem Haus nicht vorbei. Ich kann nur alle einladen, unsere ständige Ausstellung zu besuchen, die 1000 Jahre Potsdamer Geschichte in den Blick nimmt. Ab dem 8. Februar werden wir mit unserer neuen Sonderausstellung zu Karl Hagemeister und dem deutschen Impressionismus an den Start gehen. Und auch dazu lade ich schon alle ganz herzlich ein.
Sagt Frau Götzmann und herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wenn Sie jetzt Appetit bekommen haben, der tausendjährigen Geschichte von Potsdam auf die Spur zu kommen, dann nichts wie hin zum Potsdam Museum. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und eine schöne Zeit.